Grüß Gott, Kinder. Damit es wenigstens zwischen uns keine Missverständnisse gibt, muss ich euch gleich mal etwas fragen. Wisst ihr, dass es vierbeinige Kater gibt und außerdem noch einen sogenannten Kater, der mit einem Tier überhaupt nichts zu tun hat? Ich habe einen richtigen Kater, sagt man zum Beispiel, wenn man Kopfweh hat, weil man am Abend zuvor ein bisschen zu viel getrunken hat, Wein oder Bier oder Schnaps. Einen Kater zu haben, ist kein angenehmer Zustand. Man hat einen schlechten Magen und einen Kopf, um den sich alles zu drehen scheint, und am liebsten würde man den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Der Pumuckl hat natürlich von dieser Art Kater keine Ahnung. Er kennt nur die mit vier Beinen und die kann er nicht leiden. Weil er nun aber nur diese eine Sorte Kater kennt, ist es zu einem folgenschweren Missverständnis gekommen. Der Meister Eder, der eigentlich selten einen über den Durst trinkt, hat es anlässlich einer Geburtstagsfeier bei einem Freund aber doch getan und ist infolgedessen am anderen Tag mit einem fürchterlichen Brummschädel aufgewacht. Stöhnend hat er sich an seinen Kopf gefasst und gesagt: Oh, mein Kopf, ja, das ist ja fürchterlich. Ach, in meinem Alter vertragt man schon gar nichts mehr. Oh. Was verträgst du denn nicht? Sowas. Sag nicht oh, und schneide kein solches Gesicht. Ein ganz zerknittertes Gesicht hast du ja. Ah, das ist ja gar kein Wunder. Bei dem Kater, den ich hab. Bei wem? Wen hast du? Einen Kater hab ich. Einen Kater? Ich will keinen Kater. Wo ist der Kater? Wo der ist? Da sitzt er auf meinem Kopf. Ich kann ihn aber gar nicht sehen. Nein, der ist ja unsichtbar. Aber spüren du ihn? Oh mein Kopf. Der ist unsichtbar, so wie ich unsichtbar. Ja, so wie du, ja. Genau. Scheußlich, entsetzlich, fürchterlich, unsichtbar wie ich. Nein, das darf nicht sein. Bitte, jag ihn fort. Ja, schon sichtbare Katzen sind was Schlimmes. Oh, sichtbare Katzen jagen Kobolde, als wären Kobolde Mäuse. Ja. Jawohl, bitte jag den Kater fort. Sofort fort, ja, bitte. Ja, wenn ich das könnte. Aber du bist doch ein Mensch, du kannst doch einen Kater fortjagen. Nein, bin nicht. Also, wenn ich ihn nur sehen könnte, damit ich ihn picken und zwicken könnte. Ich würde ihm... Was würde ich ihm denn gleich... Ach, geh zu, Pumuckl, gib dir keine Mühe. Du hast doch nach mir auch mit einem Holzscheit geworfen, als ich noch unsichtbar war. Ja. Also jetzt, dann wirf bitte mal mit einem Holz nach ihm. Du hast doch so viel Holz. Wirf doch mal einfach mit einem Holz. Das nützt in dem Fall überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, ob der Kater groß oder klein ist? Ja, er ist riesengroß. Wie ein Wolfshund so groß. Wie der Hund im Vorderhaus von der Frau Reindl. Ja, mindestens so groß. Hui, ich hab Angst. Vor was denn? Ich bleib hier oben auf dem Schrank, was? Bis der Kater weg ist. Na ja. Und sag mal, kann dein Kater da raufspringen? Hui, wie verstecke ich mich bloß? Wo springe ich bloß hin? Na ja, bleib nur da drum auf dem Schrank, da kommt er nicht hin. Ja, glaubst du kannst bestimmt nicht? Ja, bestimmt nicht. Aber jetzt musst du ihn fortjagen. Ja. Bitte gleich, sonst muss ich nämlich fortlaufen, weißt du? Weißt du, wo Klabauter sind, gibt es keine Katzen. Und wo Katzen sind, gibt es keine Klabauters. Ja, das ist ein altes Koboldsgesetz. Ja, pass auf, es ist ja gar kein Katz, sondern ein Kater. Ein ausgewachsener Kater. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Kommt der bestimmt nicht zu mir auf den Schrank? Oh. Also schrei doch nicht so. Du sollst nicht so schreien und hupf nicht so umeinander. Das vertragt mein Kater gar nicht. Oh, mein Kopf. Das ist doch sehr gut, wenn er das nicht verträgt. Weißt du, dann läuft er vielleicht davon. Ich schrei, so laut ich kann, schrei ich jetzt mal. Pass mal auf. Du dummer Kater, du böser Kater. Hier ist der fürchterliche Pumuckl, vor dem du fürchterliche Angst haben musst. Also jetzt hier rauf, es wird nur noch schlimmer, wenn du so weiter schreist. Du darfst überhaupt nur noch flüstern. Aber weißt du, ich bin doch auf dem Schrank. Ja. Und du hast gesagt, da kommt er nicht drauf. Wo sitzt er denn jetzt? Ja, immer noch auf meinem Kopf. Dann schüttel doch mal mit dem Kopf. Um Himmels Willen. Einfach so blum. Wenn ich meinen Kopf bloß ein bisschen bewege, nachher dreht sich alles. Ja, und der Kater dreht sich mit. Ja, der dreht sich mit. Das ist also so eine Frechheit. Mach doch einfach mal pst, oder ja, so. Pst, damit er einfach weggeht. Nein, das nützt dir gar nichts. Nichts. Ah.
Wenn ich wenigstens einen sauren Hering hätte. Ach, kann man einen Kater mit einem sauren Hering vertreiben? Ja. Ich denke, Kater mögen Heringe gerne. Schon. Und wenn sie den gefressen haben, dann gehen sie mit dem Hering im Bauch weg. Oder wie? Ja. Wo kriegen wir denn jetzt gleich einen Hering her? Gibt's denn sonst kein Mittel? Naja, Kaltwasser soll ja auch gut sein. Aber ein Kaltwasser, das ist mir zu ungemütlich. Ja, aber der Kater, der ist mir noch viel ungemütlicher. Manche Leute schwören auch auf den Schnaps. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sollte jetzt einen Schnaps trinken, dann habe ich mir schon bei der Vorstellung schlecht. Ach, du, wenn man Schnaps trinkt, dann läuft der Kater davon. Oh, mein. Ist ja komisch. Ist das ein greislicher Zustand. Ich glaube, ich hole mir doch einen Hering. Nein, bitte, geh nicht weg. Ich will nicht mit deinem unsichtbaren Wolfhund großen Kater allein sein. Das will ich nicht. Das möchte ich nicht. Nein, bitte nicht. Jetzt schrei nicht das so. Ich will nicht alleine sein. Du brauchst doch keine Angst haben. Der Kater geht mit, wenn ich weggehe. Ganz bestimmt. Bestimmt, leider. Ja, dann geh bitte schnell weg. Ja. Schnell. Und komm bitte ohne dieses abscheuliche Tier wieder. Ja, das wird leider nicht gehen. Warum? Aber wenn ich einen Hering mitbringe, nachher geht er vielleicht weg. Und wenn er trotzdem nicht weggeht? Dann musst du den ganzen Tag ganz mucksmäuserl starr sein und mich und meinen Kater ganz in Ruhe lassen. Aber was, mucksmäuserl? Ja. Nein. Der wird mich ja wie ein Mäuserl fressen, wenn ich nicht mucks. Also bitte, jetzt geh schnell weg. Schnell! Ja, ich gehe ja schon. Schnell. Hoffentlich hat die Kramerin einen richtigen sauren Hering. Ach, bin ich froh, dass der Kater weg ist. Oh. Wo Klabauter sind, dürfen keine Katzen sein. Und wo Katzen sind, keine Klabauters. Sein altes Koboldsgesetz. Jawohl. Vielleicht ist es auch kein Koboldsgesetz, aber ich mag keinen Kater haben. Ich mag nicht. Pfui, Gex. Und ich will nicht, dass er wieder hier hereinkommt. Was hat der Meister Eder gesagt? Wasser ist gut dagegen, aber ungemütlich. Ja, kaltes Wasser ist wirklich ungemütlich, aber immer noch viel gemütlicher als ein großer Kater. Das ist ja sehr, sehr ungemütlich, aber gut. Kater mögen Wasser nicht, doch Wasser spritzt der kleine Wicht. Jetzt muss ich bloß zu dem Wasserhahn hinaufhüpfen. Ho, ho, ho. Und jetzt muss ich den Hahn aufdrehen. Das geht ganz einfach so. Und jetzt ein bisschen spritzen. So, platsch, platsch, plätsch, plätsch, plutsch, plutsch. Boden nass und immer nasser von dem schönen, kalten Wasser. Ui, ein sehr schönes Gedicht. Ist direkt von mir erfunden. Das spritzt aber überhaupt nicht bis zur Tür hin. Und an der Tür muss am meisten Wasser sein, damit die Katze gar nicht erst reingeht. Wie kriege ich da nur Wasser hin? Moment. Ich habe eine Idee, eine sehr schlaue Idee. Eine Koboldsidee. Also, zuerst mal den Wasserhahn wieder zudrehen. So, und jetzt den Stöpsel in den Abfluss hinein. Ganz fest hinein. So, und das Laufüberloch, oder wie das da heißt, auch so zustopfeln. So, mit einem Handtuch tue ich das hier. So, das ist eine schwere Arbeit. Ganz schwere Arbeit, eigentlich nicht für die Kobolde gedacht. Aber eine gute Arbeit. So, und jetzt den Wasserhahn wieder auf. So, eine feine Sache. Alle Klabauter auf allen Meeren können stolz auf den Kobukul sein. Ich mache ein Meer aus der Werkstatt. Eine Meerwerkstatt mache ich. Ein Werkstattmeer. Ui, das wird fein. Oh, warte nur, du dummer Kater. Du, miau, miau, miau. So macht er immer. Aber der Pumuckl, der ist schlau. Was hat der Meister Eber gleich noch gesagt? Er hat noch was gesagt. Ja, Schnaps. Schnaps ist gut, aber ihm graust. Ja, mir graust auch, aber Grausen vor Schnaps ist immer noch besser als Grausen vor Kater. Schnaps im Schrank, Gott sei Dank. Ui, ist die Flasche aber groß und schwer.
kann ich gar nicht hochheben. Und der dumme Stöpsel geht auch nicht raus. Was mache ich nur? Das Wasser läuft über. Jetzt muss ich erst mal die Wasserarbeit fertig machen und dann kommt erst die Schnapsarbeit. So, jetzt komm nur schön mit zur Tür, Wasser. Bitte komm, Wasser, komm hier. Ich mach dir hier mit dem Finger eine Rille. Eine schöne Bahn, sehr fein. Schönes Wasser, folgsames Wasser. Ui, du wirst schauen, du dummer Kater. Wasserlache groß und immer größer. Und der Kater groß und immer böser. So ist es gut. Viel Wasser, überall viel Wasser. So, das ist genug. Jetzt Wasserhahn zu. So, und jetzt weiß ich auch, wie ich das mit dem Schnaps mache. Da soll doch der dumme Stöpsel einfach drin bleiben. Soll doch die dumme Flasche ganz einfach schwer sein. Ja, ich werf sie um, dann fällt sie auf den Kasten und macht Klirrbums und die Flasche ist kaputt und der Schnaps kann raus. Das ist eine Koboldsidee. Das ist eigentlich die beste Koboldsidee. Es rinnt zwar eine Menge auf den Boden. Das riecht aber scheußlich. Also ich verstehe alle Kater von der ganzen Welt, dass sie da davonlaufen. Pfui, pfui, pfui. Und davon soll ich trinken. Blablabla. Aber wenn ich trinke, dann riecht der Pumuckl auch so abscheulich. Und dann kommt der Kater nicht. Jawohl, das ist es nämlich. Ich muss hier gleich ein bisschen was... Das brennt. Hilfe! Hilfe! Ich hab Feuer im Bauch! Pumuckl brennt im Bauch! Was mache ich nur gegen den Brennbauch? Oh, Wasser! Wasser! Ja, da ist Wasser. Wasser ist gut gegen alles Feuer. Schnell, Wasser! Schnell! Der Pumuckl sprang zum Wasserhahn und trank. Und tatsächlich ließ das Brennen nach. Es war jetzt eigentlich ganz angenehm warm im Magen. Er wollte schon aufatmen, aber da fiel ihm ein, dass sicher auch die Wirkung auf den Kater nicht mehr so gut sein würde, wenn der Schnaps so verwässert war. Also musste er nochmal von dem Schnaps trinken. Nochmal Schnaps. Oh. Lieber brennen als gefressen werden. Wieder der große Hitzebauch. Aber es ist gar nicht so übel. Und überhaupt habe ich jetzt fast beinahe viel weniger bis gar keine Angst mehr. Ich weiß was. Jetzt weiß ich etwas gegen Kater. Hund, jawohl, Hund. Ein großer Hund vertreibt jeden Kater der Welt. Und ich bin jetzt ein ganz, ganz großer Hund. Jawohl. Das habe ich mal gelernt. Und noch mal Schnaps und noch etwas lauterer bellen muss ich da. Ich werde der fürchterlichste Hund sein, den es gibt. Der durch den Schnaps mutig gewordene Pumuckl bellte so, dass der Tyras, ein Wolfshund aus dem Vorderhaus, sich veranlasst fühlte, auch wieder zu bellen. Und als daraufhin der Pumuckl zurückbellte, kam ihm eine noch viel bessere Hundeidee. Tyras-Hund! Tyras-Hund! Komm schön rein in die Werkstatt! Wau! Komm und friss dem Meister Eder den Kater vom Kopf! Ui, das wird aber dem Hundilein schmecken! Ja, sein ganz, ganz junges, zartes, liebes Katerlein! Komm! Ja, kommen sollst du zum Kuckuck! Und nicht dumm dastehen und dumm schauen! Ich hab gar nicht gewusst, dass große Hunde so einen kleinen Verstand haben! Wau! Aber warte, ich habe eine Idee. Ich habe heute lauter sehr gute Pumuckl-Ideen. Ich hole eine Wurst. Jawohl, ich hole
eine Wurst aus der Küche. Der Pumuckl rannte in die Küche und angelte sich eine Wurst und schleppte sie in den Hof. Der Türras war schon wieder ein Stück davongetrottet. Es war gut, dass ein Stück Schnur an der Wurst war. So konnte der kleine Kobold die große Wurst hinter sich herziehen und so dem Türras nachlaufen. Das war ein höchst verwunderlicher Anblick. Eine Wurst, die scheinbar ganz von allein über das Hofpflaster hoppelte und in großer Eile dem davontrottenden Hund nachhüpfte. In respektvoller Entfernung vom Türras aber hielt die Wurst an. Türras, komm, komm, Türras, hier ist eine feine Wurst. Komm, ja, ja, dreh nur deine Ohren. Du hast schon richtig gehört. Komm nur, komm, komm, komm nur schön, komm, komm. Nein, 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 nicht hier fressen. So, schön hinter der Wurst herrennen. Ja, ja, so ist gut. Und jetzt da herein in die Werkstatt. So, ja, das ist schön brav. So. Ja, ja, ja. Da freut er sich, der kleine Türras. Jetzt darfst du die Wurst fressen, komm. Der Hund verzehrte die Wurst in der Werkstatt mit Appetit. Der Pumuckl nahm vorsichtshalber so nebenbei noch einen Schluck Schnaps. Er war sehr zufrieden, dass er jetzt den Hund bei sich hatte. Der Türras aber schaute sich um, ob nicht noch mal irgendwo so eine Wurst herumhüpfte. Als er nichts entdeckte, knurrte er und wandte sich zur Tür. Das war aber gar nicht im Pumuckls Sinn. Halt, halt, da bleiben, du kriegst noch was, komm, komm, gleich kriegst du noch was. Was kriegst du denn noch gleich? Ja, magst du ein Stück Braten? Ja, ja, im Topf ist noch ein Stück Braten. Warte, Türras, warte, ich hol dir ein Stück Braten. Hoppla, was ist denn das? Die ganze Werkstatt dreht sich um mich herum. Halt, Werkstatt, stehen bleiben. Mein Kopf, wie wird's mir komisch in meinem Kopf? Hoppla, was ist denn das? Ich liege ja im Wasser. Meine Füße sind so komisch. Werkstatt, hörst du gleich auf, dich zu drehen? Hunde, komm mit in die Küche, Hunde. Küche, Gerüche und Sprüche. Der Pumuckl stolperte in die Küche und versuchte dort, den Braten aus dem Topf zu fischen. Beinahe wäre er dabei in den Topf gefallen, nicht weil der Braten so schwer war, sondern weil Pumuckls Beine so komisch wackelten. Es war eine richtige Arbeit, den Braten zum Türras zu schleppen. Zu allem Überfluss fiel der Pumuckl dabei nochmal in eine Wasserpfütze. Und, oh, was ist das? Was ist denn das? Türras, hier hast du deinen Braten. Lass ihn dir gut schmecken, Türras. Türras frisst den Kater und ich trinke den ganzen Schnaps aus. Und der Hund kommt in die Küche. Küche, Gerüche, Sprüche. Hund, komm, lieber Hund. Komm mit, mein lieber Hund. Schmeckt der Braten, Sonntagsbraten. Ein Braten. Pumuckl! Ja, um Himmels Willen, was ist denn da los? Ja, da läuft mir ja schon das Wasser entgegen. Ja, was ist denn das? Ein Wasserrohrbruch. Ja, wie gibt's denn das? Ja, und was ist denn mit dem Hund da? Ach, da muss ja was Furchtbares passiert sein. Pumuckl! Oh, mein Kopf. Ich glaube, ich fange jetzt das Spinnen an. Pumuckl! Und wo du hintrittst? Ins Wasser, das ist ja die reinste Überschwemmung. Pumuckl! Türras! Aber was tust denn du da herin? Was hast denn da im Maul? Ein Haxenknochen? Ja, hast du Armee? Hast du am Ende mein Braten gefressen? Jawohl, und auch noch die Wurst dazu. Oh, und jetzt friss er gleich noch den Kater. Ja, was ist denn das? Friss, großer Hund, friss den bösen Kater und ich trinke noch mal vor dem Schnaps. Ja, was denn? Was, die Schnapsflaschen ist auch zerbrochen. Ja, Pumuckl, hörst du gleich auf, Schnaps zu trinken? Du kannst ja sterben. Sterben? Ja, sterben kannst. Ich, dass ich nicht lache. Das ist nicht zum Lachen.
Sie war schon lange nicht mehr so ungeheuerlich mutig und alles dreht sich. Alles dreht sich und der Kater kann überhaupt nicht mehr herein. Das ist ja furchtbar. Oder ist dein Kater immer noch, ja, immer noch da? Dann bitte sag schnell, wo er ist. Nicht, ja. Der traut sich nicht rein, weil so viel Wasser und so viel Hund und so viel Schnaps. Meine Güte. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, hast du am Ende das alles gegen meinen Kater? Ja, du hast doch gesagt, Wasser ist gegen Kater und Schnaps ist gegen Kater. Aber doch nur, wenn ich das Wasser über meinen Kopf schütt. Über deinen Kopf. Was hast du denn da gemacht? Damit er dir vom Kopf herunterspringt und dann auf mich springt. Dann sitzt er noch dort. Ich hüpfe auf den Schrank. Aber geht, Pumuckl. Pumuckl. Was? Geh weg, Kater. Was hast du denn? Ich hab so viel Schnaps getrunken. Was? Oh Gottes Willen. Dummes Hundetier, jetzt friss doch mal schnell den Kater auf. Also, jetzt wird's mir aber wirklich zu dumm. Ein Kater ist doch gar keine Katze. Jeder Kater ist eine Katze. Jawohl. Nein, eben nicht. Nur wenn man zu viel Alkohol getrunken hat und es tut einem dann der Kopf weh, da sagt man hat einen Kater, aber keinen echten, sondern... Einen unsichtbaren, das ist es ja. Das ist es ja, einen unsichtbaren... Mir wird was hast du denn, Kumpel? Was? Ich sterbe. Um Gottes Willen. Nein. Der Schnaps. Ja, ich möchte nur wissen, warum du von dem Schnaps auch noch hast trinken müssen. Weil du gesagt hast, Schnaps wäre gut gegen die Kratzer. Aber doch nur, wenn ich ihn trinke. Oh mei, was hab ich denn da angestellt, Pumuckl? Pumuckl, das war doch ganz anders gemeint. Das sagst du jetzt, du. Ich sterbe jetzt, du. Sicher, friss mich gleich, den Kater. Aber das ist mir egal. Das ist mir plötzlich. Der wird mir doch keine Alkoholvergiftung kriegen. Pumuckl, schau, Pumuckl, der Kater ist ganz weg. Tiras, genau's. Jag ihn noch ganz weg, den Kater. Pumuckl, schau. Alles egal, ich sterbe. Der Tiras ist ja schon draußen. Der jagt den Kater weg. Nein, Pumuckl. Ich sterbe. Nein, glaub mir, dir ist bloß schlecht. Komm, tu mir ein bisschen Wasser über das Gesicht. Komm her. So. Und dann isst ein bisschen was und dann wird's dir besser. Nein, nicht zu essen. Es gibt gar nichts mehr da. Alles in der Türe ist aufgefressen. Mein, das auch noch. Aber einen Hering habe ich auch. Du, komm. Wir essen miteinander einen Hering. Komm, Pumuckl. Komm. Oh, Jäger. Da liegt er. Bleich, ganz bleich. Der Pumuckl. Nie mehr Schnaps. Ja, ich auch nicht mehr. Jedenfalls nicht so viel, dass ich am anderen Tag einen Kater hab. Komm her, Pumuckl. Tu deinen Kopf unter das Wasser. So. Nicht bitte. Nein, komm her. Komm her, Pumuckl. Und jetzt isst was von dem Hering. Dann wird er schon besser werden. Aber du tust so, als ob ich den Kater hätte. Halt! Wo ist der Kater? Nix hast du. Alle zwei haben wir nichts. Beruhig dich, Pumuckl. Wir legen uns jetzt hin und wenn uns wieder gut ist, dann machen wir da herin Ordnung, ja? Ja, und du versprichst mir, dass du nie mehr einen Kater... Nie mehr. Und du, dass du nie mehr Schnaps... Nie mehr. Und ich glaube, dass das alle zwei halten werden. Was der Pumuckl am nächsten Tag gehabt hat, war natürlich ein ausgewachsener Halt. Davon kein Wort mehr. Das Wort hat genug Angst verbreitet. Lassen wir die beiden sich erholen. Findet ihr nicht auch? Und das nächste Mal könnt ihr dann hören, wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht. Bis dahin, auf Wiederhören.